total schön. Das ist, ich habe es auch direkt auf der Fahrzeugkante, die am meisten zu sehen ist. Also ist halt scheiße, sieht scheiße aus wegen dem hier oben. Das ist Scholli, der so ein schiefes Gesicht hat. Ja, genau, der ist das. Macht die ganze Sensorik hier kaputt. Der Sensor war richtig. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Thema CSA, Gefahrgut. Wir wollen heute einmal darüber sprechen, was wir mit einem Chemikalienschutzanzug, das ist dieser blaue hier, nicht der nette Typ neben mir, alles so machen können. Wir benutzen ihn, wenn wir gefährliche Stoffe, wenn wir mit denen hantieren, wenn die irgendwo auslaufen, um uns gegen ätzende Stoffe zu schützen oder wenn sie ausgasen, auch damit sie unsere Atemwege nicht schädigen. Dazu brauchen wir natürlich einiges an Material, was wir hier mal so ein bisschen aufgebaut haben. Das wollen wir euch heute einmal ein bisschen erklären und dann zeigen wir euch einmal, wie Holger in diesen netten Anzug steigt und mal ein bisschen arbeiten muss. Um in diesen Anzug zu steigen oder mit diesem Anzug zu arbeiten, brauchen wir natürlich mehrere Gerätschaften. Ganz wichtig ist als erstes, wir brauchen Atemschutz, also einen Pressluftatmer dafür, weil dieser Anzug ist ja dicht, der wird ja einmal zugemacht und dann kann man da drin auch ganz normal nicht mehr atmen. Dadurch haben wir natürlich auch nur eine Einsatzzeit von ungefähr 20 Minuten. Denn wenn wir mit irgendeinem Stoff in Berührung gekommen sind, müssen wir den natürlich hinterher erstmal abwaschen von diesem Anzug, weil sonst können wir den nicht ausziehen. Und da das alles auch ein bisschen länger dauert, kann man ungefähr 20 Minuten unter diesem Anzug arbeiten. Jeder braucht natürlich auch ein Funkgerät, um sich zu verständigen, denn die Verständigung unter diesem Anzug, auch wenn man nebeneinander steht, ist ziemlich schlecht. Dafür ist an dem Helm eine sogenannte Helmsprechgarnitur befestigt, damit man die Hände wenigstens frei hat. Denn in dem Anzug die Hände aus den Ärmeln zu nehmen, ist manchmal ganz schön schwierig, dann da wieder reinzukommen. Die Atemschutzüberwachung brauchen wir natürlich auch beim CSA-Einsatz. Denn wir müssen ja wissen, wie lange sind die Leute schon in diesem Anzug drin und wie viel Luft haben sie schon verbraucht. Dafür schreiben wir die Nummer von dem Anzug hier rein. Die steht auf der Rückseite jedes Anzuges. Jeder Anzug besitzt eine eigene Nummer. Die gibt es nicht nochmal. Dann wird der Name hier eingetragen. Das heißt, wir wissen auch, wer in welchem Anzug steckt und die Einsatzzeit, wann ist der in diesen Anzug gestiegen und der Anfangsdruck. Das heißt, hat der 300 Bar am Anfang, dann wird das hier eingetragen. Wenn er dann zur Einsatzstelle hingeht, dann wissen wir genau, wie viel Luft er verbraucht hat. Diese nehmen wir dann mal 2 und dann wissen wir genau, das muss er als Reserve für den Rückweg auch haben, damit er sicher wieder rauskommen kann. Auf die Plätze, fertig. Als erstes zu sehen ist Holger, wie er in seinem Trainingsanzug und seiner Maske dasteht. Das ist quasi die Vorbereitung, die wir machen, bevor wir mit dem Anzug starten. Das heißt, den Trainingsanzug an, damit er nicht mit der Haut unbedingt gegen den Anzug gegenkommt, denn das wird kalt oder auch wenn man schwitzt, dann wird das so leicht klebrig, ist immer sehr unangenehm für die Haut. Gunnar hilft Holger heute mal dabei, in diesen Anzug zu steigen. Das heißt, sie beginnen, dass Holger in die Stiefel steigt. Dafür ist der Anzug ein bisschen vorbereitet, dass der Anzug ein bisschen über die Stiefel gezogen wurde, das heißt so ein bisschen aufgekrempelt wurde, dass es ein bisschen einfacher ist. Trotzdem braucht man dabei Hilfe, denn man kann das nicht so richtig hinzuppeln und richtig reinbasteln. Das ist schon so eine Sache. Ist schon gut, dass Gunnar ihm da hilft. Im Anschluss daran setzt Holger das Atemschutzgerät auf. Das macht er in dem Fall jetzt erst, denn vorher ist das immer so ein bisschen schwierig, sich damit zu bewegen, vorbereiten und auch schon in die Stiefel zu steigen. Deswegen macht man das erst hinterher. Danach wird der Helm aufgesetzt, mit der Sprechgarnitur dran, fürs Funkgerät natürlich. Denn vorher macht das noch nicht so viel Sinn. Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und es ist allgemein ein bisschen schwierig. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, tragen wir da andere Helme. Das heißt, wir tragen ältere Helme. Das ist ein bisschen einfacher, sich da drin in dem Anzug zu bewegen, als mit unserem normalen Helm. Danach bereitet Gunnar den Anzug so weit vor, dass er den Holger über den Kopf und über den Rücken schmeißt, sodass er da besser schon mal halb drin ist. Dann kann er den Arm in Ruhe reinstecken. Und der Anzug ist zwar noch geöffnet, das heißt, Holger kann noch ganz normal atmen. Aber jetzt ist schon mal so weit vorbereitet, dass Gunnar das Funkgerät fertig machen kann und anschließen kann, quasi einen kleinen Test machen kann und Holger im Anschluss daran mit Luft versorgen kann. Das heißt, er schließt den Lungenautomaten vom Atemschutzgerät mit an die Maske an. Jetzt bekommt Holger halt keine Luft mehr von außen, sondern durchs Atemschutzgerät.
Danach wird der Anzug nur noch verschlossen. Das heißt, von außen zieht Gunnar einen großen Reißverschluss, der einmal über die gesamte Länge des Anzuges geht. Einmal zu, dann ist der Anzug zu und Holger ist drinnen. So, jetzt seht ihr nochmal Holger von vorne und hinten. Da könnt ihr natürlich auch sehen, dass er die Nummer vorne und hinten draufstehen hat. Das heißt, das ist die einzelne Nummer, womit man jeden Feuerwehrmann dann zuordnen kann. Und jetzt hört ihr nochmal, wie es sich anfühlt, in diesem Anzug zu sein. Das macht Holger einmal über Funk und teilt uns das mit. Könnt ihr auch mal sehen, wie sich mal alles über Funk anhört. Und nicht so auf das Schnaufen achten, das ist das Luftholen durchs Atemschutzgerät. Ihr seht, es ist gar nicht so einfach, diesen Anzug anzuziehen. Die Sicht ist ein bisschen eingeschränkt und die Bewegung sehr schwierig. Ich hoffe, euch hat der Einblick in unseren Chemikalienschutzanzug heute gefallen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen oder noch was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Dann erfahrt ihr vielleicht auch, was es mit diesem Fass auf sich hat.